und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute mit dem Schnellstart, weil ich auf den Play-Button gekommen bin, ohne Vorwarnung. Ja, gut. Ich bin nicht alleine. Ich habe wie immer mal wieder Leo gerade hier und ja. Gut, wir kommen zu meinem Mittwochsvideo und wir kommen zu meinem Update-Video zum Thema neue Mac. Also. Die Geschichte ging dann so weiter. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass der an sich ganz gut eingerichtet war und alles, aber dass er keinen Ton hatte. Und dann war es so, dass dann am Donnerstag, ich glaube es war Donnerstag, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Okay, das nennt man dann, ich habe ein paar Nachrichten bekommen. ja, am Donnerstag war es dann so, dass ich dann erst dann der Installateur gekommen ist und der hat dann geguckt, was es sein könnte. Und dann war es so, dass ich ja immer schon das Gefühl habe, wir spinnen, weil kann ja nicht sein, dass das so nicht funktioniert und alles, nicht Leo. Und dann haben wir dann so gedacht. Und dann irgendwie war es dann so, dass der hat dann halt was gesucht und nach ungefähr. Na, irgendwann hat er, also er hat auch alles das gemacht, was wir schon gemacht hatten und hat so geguckt, ob es daran liegen kann. Und dann irgendwann hat er es gemeint, komisch. Aber ist mir auch schon mal ein Geräusch runtergerutscht, weil ich gedacht habe, oh, zum Glück bilde ich mir da nichts ein, das stimmt wirklich was nicht. Dann hat er gesagt, dass es wahrscheinlich an den Treibern liegt, die durch die Bootcamp-Geschichte kommen. Und dann haben wir versucht, diese Treiber runterzuladen und alles. Und das hat auch wieder gesponnen. Und dann irgendwie nach drei ganzen Stunden Arbeiten, war es dann soweit, dass wir einen Ton bekommen haben. Und ja, das andere Problem, das ich ja mit dem Mac hatte, war sowas, wie das auch SD-Karten und so nicht gelesen hat. Aber das hat sich dann auch erledigt. Was ich nicht erledigt hatte, ist, dass ich in manchen Programmen eine mini-winzige Schrift habe. Also wirklich so ganz, ganz klein so Schrift. Und das hat mich auch etwas gestört, aber da kann man nichts dran ändern, weil wohl das Windows 10 bloß wenn das ganze Bild verändert und nicht nur Teile. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welches Windows ihr am besten gefunden habt oder welches macOS oder wo, was ihr dann oder was ihr überhaupt nicht leiden konntet und was ihr für ein System habt, wo ihr denkt, oh. Ja, auf jeden Fall habe ich dann nach dem Donnerstag richtig angefangen, auf dem Teil zu arbeiten und ich muss sagen, durch das Windows 10, davon bin ich überhaupt gerade noch gar nicht begeistert. Also ich kann das jetzt gerade nicht leiden. Aber ich kann Schals gut leiden. Entschuldigt, ich bin nicht mehr erkältet, aber ich trage den jetzt gerade gerne. Der ist so angenehm warm im Hals. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass ich mich jetzt umgewöhnen muss und dass ich das ehrlich gesagt im Moment eher so, ja, so oberflächlich nur nutze und dass ich eigentlich ganz froh bin, dass der alte Mac noch da ist, weil ich den dann für andere Sachen nutzen kann und so. Ja. Und dann war es am Freitagabend so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte ich ja auch mal mein Tagebuch. Das ist so ein, das heißt Effekt Diary oder so, wie, oder Effizienz Diary oder wie irgendwie so in der Art. Und das ist so ein Programm, da kannst du dann auf dem Computer dein Tagebuch schreiben und das finde ich eben toll. Da gibt es eine Gratis-Version und es gibt eine, die man zahlen muss. Ich habe die Gratis-Version. Oh, Pedal auf das, Leute. Ich mache kurz Pause. Ja, auf jeden Fall habe ich dann versucht, mich umzugewöhnen und ja. Und mein Tagebuch habe ich dann auch versucht, wieder umziehen zu lassen, wie schon gesagt. Und dann hatte ich das Problem, dass das Programm über die Jahre. Ja, entschuldigt. Dass das Programm über die Jahre die Art, wie die Dateien gespeichert werden, geändert hat. Und so ist es dann gekommen, dass ich dann mein Tagebuch erstmal nicht übertragen konnte. Und ich habe den Herzinfarkt meines Lebens gehabt. Ich habe wirklich gedacht, das sind alles, was ich je geschrieben habe, tagebuchtechnisch, ist weg. Weil ich schreibe ja immer so alle 2 Tage oder wenn irgendwas Besonderes ist, mein Tagebuch. Und dann habe ich gedacht, oh nein, 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 nein. Das ist, ich schreibe ja seit ich 18 bin oder so. Also
Ja, ich glaube 18 war ich. Oder ein bisschen jünger. Also so kurz vorm 18. oder 18. Um den Dreh rum habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, ich will so schlechte Dinge merken. Es könnte nicht schaden, wenn ich sowas habe, wo ich mir ein bisschen merke, wo ein bisschen was ist, wo ich weiß, was ich die letzten Tage gemacht habe oder auch noch in ein paar Jahren sagen kann, was ich gemacht habe. Entschuldigt, ich gucke gerade zu, wie meine Nase meine Mutter bedrängt. Das ist gerade. Entschuldigt. Und jetzt kriege ich den bösen Blick von beiden. Deswegen mische ich mich da eigentlich nicht ein. Hey, du machst nur falsch. Entweder der Hase wütend oder Mutter. Ja. Und als ich dann, aber dann habe ich mir zum Glück noch eine Möglichkeit, oh, hat sich mir aufgetan, wie ich da mein Tagebuch retten konnte. Und somit habe ich es jetzt geschafft, eigentlich alles recht gut umziehen zu lassen und habe jetzt wieder einen funktionierenden PC. Ja, und jetzt heißt es halt, sich umgewöhnen vom Blickwinkel, vom Bild her. Und ich muss sagen, ich bin die letzte, also seit ungefähr Freitagabend bin ich wie erschlagen. Ich bin wirklich nur noch fertig von den ganzen Veränderungen in meinem Zimmer, an meiner Elektronik. Und überhaupt, und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das kennt, dieses veränderungsfertig sein. Und ich muss auch sagen, ich bin gerade sehr lustlos, was alles angeht. Also ich habe im Moment das Problem, was ich mir selbst für mich feststelle, ist, dass sich mein Schlafrhythmus um eine Stunde nach hinten verlegt hat. Also war ich früher um 4 Uhr im Bett, bin ich jetzt um 5 Uhr im Bett, habe ich früher um 4 Uhr, also um 5 geschlafen, schlafe ich jetzt um 6 Uhr. Bin ich früher ungefähr um 15 Uhr aufgestanden, schlafe ich jetzt bis ungefähr 16 Uhr. Und ich finde es eigentlich eher nervig und anstrengend gerade. Und vor allem, ich schlafe gerade nicht richtig gut. Also ich habe gerade immer das Gefühl, ich schlafe zu wenig. Ja, gut. Mehr kann ich euch da jetzt eigentlich auch nicht gerade zu erzählen, aber ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den Fragen, die ich euch gestellt habe, meint. Ihr könnt mir auch gerne andere Dinge in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Zeit, ja, und ich wünsche euch auch noch einen tollen Fasching. Dazu kommt übrigens am Freitag ein Video von mir. Da erzähle ich euch meine Geschichte von mir und dem Fasching. Und ja, wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.